Das kann ja durchaus sein. Aber die haben ja auch so manchmal schlechte Laune. Also ich weiß immer noch nicht... Ich meine, es kann ja vielleicht durch den Hund sein, aber ich weiß nicht so recht, ob das wirklich deswegen ist. So. ...1121. Das ist doch schön. Da freut sich das Hühnchen sicher, dass es ein rotes Herz hat. Also, das Hühnchen freut sich so sehr, dass es ein rotes Herz hat, so herum. Immer habe ich den Satz in falscher Abhängigkeit der einzelnen Attribute genannt. Willkommen bei Selbstsucht-LP. Ach du Mann, stell dir mal vor, Selbstsucht-LP. Das ganze Let's Play damit zu verbringen. Ja, und unsere Farm ist die beste Farm überhaupt und unsere Tiere sind die besten Tiere überhaupt und unsere Heiratskandidatin ist die beste Heiratskandidatin überhaupt. Ach Mensch, stellt euch das mal vor. Ach, das wäre ja was. Cecilia. Verschlossen. Nein, wo ist sie? Egal. Gehe ich erst zu Flora. Stimmt, ich habe keinen Curry mehr. Da muss ich Flora jetzt Currypulver schenken. Mist. Aber naja, was soll's. Not macht erfinderisch. Nicht wahr, Flora? Hier, Flora, ich habe lecker Currypulver für dich. Bitte sehr. Hehe, das mag ich, weißt du? Dankeschön. Bitteschön, immer gerne, liebe Flora. Also dann, tschüss, Flora. Hi, Kater. So. Okidoki, dann ab nach unten. So, und dann Celia suchen. Die ist wahrscheinlich entweder in dem Hotel oder bei dem See der Erntegöttin. Woanders geht sie ja, glaube ich, nicht hin. Jetzt wollte ich gerade woanders sagen, aber woanders gibt es ja überhaupt nicht. Woanders, natürlich. Mensch. Nee, hier ist sie nicht. Dann ist sie wohl am Erntegöttinsee. Aber tschüss, Ruby. Ich bin schneller als du, Muffy. So. Celia, ich komme her geeilt. Nur die Ruhe. Und hier ist sie auch nicht. Wo ist sie dann? Hallo, Celia? Where are you? Hello, hello. Turn your radio on. Is there anybody out there who want to have my curry pulver? Ah, Celia, jetzt stehst du hier. Ich hatte dich schon vermisst. Ich dachte, dir sei etwas zugestoßen. Und deshalb gebe ich dir jetzt das curry pulver. Bitte sehr. Ich freue mich, danke schön. Jojo, einmal kurz strecken. So, also. Dann ist die Aufnahme auch gleich wieder zu Ende. Ich gehe mal eben in die Mine, um ein bisschen Dingens zu sammeln. Hier Broschen oder so, die wir dann auch wieder verkaufen können. Das kann ja nicht schaden. Okay. Speichern, Tagebuch 2, Datei überschreiben, genau. Spiel erfolgreich gespeichert, die Hacke nehmen wir raus. So, zack. Ach, ne, ich habe schon wieder zack gesagt. Okay, da ist eine Brosche, zweites nach rechts. Zweites nach rechts, das kann ich mir merken. Achtung, Flora. Danke. So. Ja, ja, nur die Ruhe. So, so, so. So. Und zack. Na, ah, ich habe schon wieder zack gesagt. Gesichtsmaske, das ist jetzt nicht das, was wir brauchen. So. Und da. Zweites rechts und da.
So, so. Sü, 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 sü. Jojo, nur die Ruhe. Okay, dann wollen wir mal laden. Laden, Tagebuch 2. Zweites rechts. Mist. Vielleicht hätte ich vorher unsere Hacke ausrüsten sollen. Zweites rechts. Und da. Genau. Dann haben wir jetzt die schönen Dinge. Und dann hole ich mal den Hammer und dann heißt es wieder Steine zerklopfen. Und hepp. Nur die Ruhe, mein kleiner Freund. So, und nochmal. Hepp. Und hepp. Und hepp. Okidoki, das wär's dann mit den Steinen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen heute noch was machen, aber ich weiß nicht was. Deswegen unterlasse ich es einfach mal. Und wir gehen einfach mal schlafen. Oder fragen nochmal eben bei Götz an, wie viele Steine man nochmal braucht. Wir haben nämlich jetzt wie viele Steine? 150 Stück. Naja, ist auch nicht so viel mehr. Wir hatten vorher 80, dann 40. Dann 60, dann 140. Ja, 10 Stück mehr etwa in dem Dreh. Götz, der Holzfäller. Der Anruf wird nicht durchkommen. Sie haben heute zu. Ach, das ist ja ganz prima. Das ist ja sehr, sehr, sehr freundlich von denen. So, hi, Ciel. Streichel ich dich heute auch mal. Einfach so, weil ich es kann. Ta-ta-da. Punkte so und so viel. So. Na, ja, das war ja auch wieder eine Meisterleistung meinerseits. Ach ja, gießen, genau. Gießkanne, Gießkanne, da bist du ja. Gießkanne und dann neu auffüllen. Und die Süßkartoffeln sind schon wieder erntereif. Da verdienen wir uns ja eine goldene Nase mit. Das ist ja unglaublich. Mensch, Mensch. Ich dachte früher mal, es wäre so extrem schwer, genügend Geld zu verdienen und habe dann immer gescheatet. Ach Mensch. So ist das, so ist das. So, dann nehmen wir alles hier mal wieder mit. Da 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 und hier auch noch und hier auch noch und hier auch noch und hier auch noch. Hi Julie, na wie geht's? Wir könnten Julie ja eigentlich auch mal in den Stall bringen, aber ich glaube, sie mag es mehr, wenn sie frei rumläuft. So würde ich sie jetzt mal einschätzen. Bist du bescheuert? Das ist ein Computerspiel. Ja, ist ja gut. Ich habe nun mal ein Herz für virtuelle Tiere und virtuelle Wesen. Lass mich. Wer auch immer das gesagt hat. Nein! Weggeworfen. Eine Süßkartoffel. Sie wurde weggeworfen. Und sie konnte nicht wieder aufgehoben werden, denn der Boden hat sie verschlungen. Wie er alles verschlang, was sich ihm näherte. Er war wie ein schwarzes Loch, ohne die Gravitation. Was einmal auf ihm war, war für ewig verloren. So, da, 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 da. Lalala. Lalala. So. Das Hühnchen hat wieder schlechte Laune. Muss ich mal gleich gucken, welches das ist. Vielleicht Kevin oder so. Das würde mich dann nicht wundern, weil Kevin hat ja nur ein Herz. Und wenn das häufiger schlechte Laune hat, dann kommen wir da natürlich auch nicht so gut voran. Selbst wenn wir streicheln. Was ist
das ja. Mist, jetzt drehe ich die Maus wieder. Das war jetzt total gut von den Punkten her. So. So, 8398. Immerhin etwas. Und morgen können wir wieder bei Van Sachen verkaufen. Ne, ihr Erntewichtel, die ihr gar nichts macht. Aber erstmal gehe ich zu Celia und zu Flora. Hey Celia, genau 2 Currypulver noch. Die geben wir ihr dann mal. Während sie uns wieder über die Feldfrüchte informiert. Was ich natürlich ganz prima finde, dass die Feldfrüchte so gut gewachsen sind. Das steigert sicher die Wirtschaft hier im Tal. Ist sicher sehr gut für den kleinen Ort hier. So. Flora. Floraha. Hier bin ich. Und hier hast du Currypulver. Das mag ich, weißt du. Dankeschön. Immer gerne, liebe Flora. Das tun wir doch gerne. So, und dann hauen wir nochmal eben die Steine vorne kaputt. Und dann war es das auch wieder für diese Woche mit Harvest Moon. Geht manchmal ein bisschen schneller rum als gedacht. Also die Woche. Habe ich so das Gefühl in letzter Zeit. Mist. Ah, ich hau auch die ganze Zeit daneben. Die ganze Zeit auf die falsche Taste drücke. Und Hep. Und Hep und Hep. Okay, das wär's dann. Dann mal ab zurück nach Hause. Da 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 da. So. Also, liebe Freunde, ich hoffe, diese Folgen haben euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich nächste Woche. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch eine Folge Harvest Moon mache. Kann aber sein, dass ich vielleicht noch eine mache. Aber ich würde das jetzt nicht allzu wahrscheinlich ansehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute. Tschüss.